Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops 4 Zombie Karte Classified, dem 5 Remake, das Easter Egg machen könnt. Vorweg solltet ihr auf jeden Fall Splitter oder Säuregranaten mitnehmen, denn die brauchen wir später für ein Easter Egg Step. Außerdem ist es hilfreich, den Strom anzuhaben. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das funktioniert, dann jetzt einfach mal oben auf die Infokarte drücken oder unten in die Beschreibung schauen. Auch ist das Zombie-Schild immer sehr hilfreich, einfach um die Zombie-Attacken abzublocken. Auch hierfür habe ich ein Tutorial gemacht, einfach oben auf die Infokarte klicken oder unten in die Beschreibung schauen. Für einen späteren Step brauchen wir auch den Pack-a-Punch-Automaten, auch hierfür gibt es ein Tutorial auf meinem Kanal. Wieder oben in die Infokarte klicken oder unten in die Beschreibung schauen. Als letzten Tipp kann ich noch geben, das Angry Samantha Easter Egg zu machen. Das ist ein kleines Easter Egg, mit dem ihr recht viele Punkte in Runde 1 schon machen könnt. Auch hierfür einfach oben auf die Infokarte klicken oder unten in die Beschreibung schauen. Nachdem ihr jetzt diese ganzen Vorbereitungen gemacht habt, geht es direkt in das Easter Egg. Bei dem Easter Egg geht es darum, 4 Codes einzugeben in einen Computer, der unten in dieser Zentrale steht. Den seht ihr jetzt hier einmal. Und diese Codes könnt ihr sammeln in eurer beliebigen Reihenfolge, nur später muss man die in einer bestimmten Reihenfolge eingeben. Das sage ich euch aber dann später. Für den ersten Code müssen wir DEFCON-Schalter umlegen, so als wenn ihr das Teil für Pack-a-Punch holen wollt, aber diesmal in einer bestimmten Reihenfolge. Und zwar müsst ihr auf der oberen Etage zu dem hinteren Schalter laufen, also der am weitesten weg ist vom Fahrstuhl. Dann müsst ihr nach unten in diesen neuen Raum, dort den Schalter umlegen. Danach müsst ihr wieder nach oben zu dem anderen Schalter und als letztes einfach die Treppe wieder runterlaufen zu dem unteren Schalter. Jetzt müsst ihr einfach durch den Teleporter laufen und dann auf der linken Seite sind Fernseher, da flackert auch einer von denen. Dort müsst ihr die Aktionstaste drücken, auf der PlayStation die Viereck-Taste, auf dem PC die F-Taste oder auf der Xbox die X-Taste und der Fernseher schiebt sich dann nach hinten und es erscheint ein Bild von Kino der Toten. Bei mir ist es jetzt sogar mit dem Code 7465. Diesen Code müsst ihr euch aufschreiben, genauso wie die anderen ganzen Codes und auch welches Bild ihr da seht, aber die Bilder sollten eigentlich immer dieselben sein. Für den zweiten Code könnt ihr einfach direkt unten bleiben und zwar, wenn ihr aus diesem kleinen Raum rauskommt, dann kommt ihr direkt da bei diesem Perk-Automaten raus. Dort gegenüber von dem Perk-Automaten ist ein Schlüsselkasten, da einfach die Aktionstaste drücken und dann könnt ihr diesen goldenen Schlüssel in der Mitte mitnehmen. Mit diesem Schlüssel müssen wir dann nach oben in den Büroraum und dort gibt es einen Schreibtisch, der relativ mittig steht. Da einfach auch wieder die Aktionstaste drücken und es erscheint ein Bild von der Riese und die Codenummer 1173 bei mir. Wie gesagt, bei euch sind das auch andere Zahlen, deswegen immer die Zahlen aufschreiben. Und für den dritten Code müssen wir nach unten in den Laborbereich. Und zwar neben dem Raum, wo auch das Zombie-Schild steht. Dort gibt es hinter der Barriere eine Kiste, die dort steht. Da müssen wir eine Granate reinwerfen, deswegen brauchen wir auch eine Splitter- oder Säuregranate. Und wenn ihr getroffen habt, dann erscheint rechts daneben, neben der Barriere, ein Bild. Das Bild ist von Shangri-La und bei mir habe ich die Codenummer 2651. Für den letzten Code müssen wir uns zu Pack-a-Punch teleportieren und auch eine Waffe punchen. Und am besten überlebt ihr auch dort direkt 3 Runden. Dann macht ihr nämlich automatisch schon einen Step für später. Außerdem schaltet ihr dann einen weiteren Bereich frei und ihr erhaltet einen Max-Ammo-Drop und einen Pack-a-Punch-Drop. Mit dem Pack-a-Punch-Drop könnt ihr eure Waffe für 1000 Punkte punchen oder auch verbessern für 500 Punkte. Mit eurer gepunchten Waffe müsst ihr jetzt wieder in den Anfangsraum und zwar in den Gang Richtung Fahrstuhl. Dort hängen Bilder von dem Präsidenten und auch Namensschilder daneben. Ihr müsst jetzt auf diese Namensschilder schießen mit der gepunchten Waffe und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Ihr schießt als erstes auf das Namensschild von Franklin, danach auf das Namensschild von Hamilton und als letztes auf das von Lincoln. Und dann sollte bei George Washington das Namensschild aufgehen und dort seht ihr dann das Bild von Shinonuma und bei mir ist es die Codenummer 3833. Nachdem ihr jetzt diese 4 Codes habt, müsst ihr die in einer bestimmten Reihenfolge eingeben unten am Computer. Und zwar müsst ihr zuerst den Code von Shinonuma eingeben, dann von der Riese, dann von Shangri-La und als letztes den von Kino der Toten. Den Code gebt ihr ein, indem ihr einfach messert gegen die Zahlen, die klappen dann immer um. Und wenn ihr die Zahlen alle richtig eingegeben habt, dann müsst ihr den Code bestätigen mit eurer Aktionstaste und dann solltet ihr auch einen Sound hören. Ich blende den hier einmal ein. Das ganze Spiel macht er jetzt halt für die 3 weiteren Codes auch, also einmal für den von der Riese, einmal für den von Shangri-La und einmal für den von Kino. Und dann wird eine Nachricht angezeigt auf dem Bildschirm. Nachdem ihr diese Nachricht bekommen habt, müsst ihr dann noch einmal wieder rüber zu Pack-a-Punch. Und zwar müsst ihr jetzt dort, wenn ihr angekommen seid, einmal in den neuen Bereich laufen, den ihr freigeschaltet habt. Dort steht eine rote Tonne und auf dieser roten Tonne gibt es einen Aktenkoffer. Den auch einfach wieder öffnen mit eurer Aktionstaste und dann habt ihr auch schon die Winterheulen und das Easter Egg ist geschafft. Ihr müsst jetzt damit nur noch ein paar Kills machen und erhaltet dann auch die Trophäe. Wenn ihr das Koop macht und alle, die Trophäe haben wollen, dann müsst ihr es leider immer wiederholen, da nur einer die Winterheulen nehmen kann. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, um mich zu unterstützen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, dann könnt ihr nochmal unten auf Abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.